Wunderschönen guten Morgen. Ich habe sehr gut geschlafen. Ich bin sogar noch vor 10 Uhr eingeschlafen und jetzt ist 20 nach 4. Weil mit den ersten Vögelgezwitscher wacht man dann auf und dann hat man so einen Ausblick. Das ist doch echt krass. Das ist Wahnsinn. Das ist so toll. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, aber es ist jetzt schon so herrlich. Echt klasse. Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt bin ich noch mal unten an der Wasserkante hier. Herrlich. Alter, das ist... Ich kann es nicht beschreiben, wie das ist. Das ist echt krass. Das ist echt Wahnsinn. Also ich... Was ich hier sehe, das Wasser ist gestiegen. Und zu diesen Steinen kam ich gestern Abend noch hin. Also ein bisschen Ebbe und Flut gibt es auch in der Ostsee, aber so viel nicht. Aber es war ja gestern auch starker Westwind. Der ist ja jetzt weg und so ist es jetzt zurückgeschwappt. Das merkt man ja doch. Gibt doch ein paar Zentimeter Tidenhub sozusagen. Aber ist echt toll. Das ist ein Erlebnis. Wahnsinn. Es ist jetzt kurz vor 8, ich habe jetzt alles weggeräumt. Ich muss sagen, hier ist es auch sehr aufgeräumt, hier ist nicht ein bisschen Müll. Echt klasse, wie sich Leute hier in Dänemark verhalten. Echt toll. Ja, war echt ein schönes, sehr schönes Plätzchen. Ja, die gibt es ja auch noch viel, viel mehr in Dänemark. Das ist jetzt ein primitiver Zeltplatz hier. Es gibt auch noch Shelter. Da gibt es aber viele, die muss man auch vorher buchen oder belegen sozusagen. Aber es gibt auch welche, die muss man nicht. Das ist nur, wer als erstes da ist, ist nun mal als erstes da. Ja, aber es gibt auch eine App dafür und auch eine Seite des Naturverbands Dänemark. Das werde ich mal einblenden und auch verlinken in der Videobeschreibung. Könnt ihr ja mal reingucken. Ja, Google übersetzt das ja auch alles. Ist zwar alles auf Dänisch, aber würde man auch fast alles so verstehen. Echt klasse. Hier in Dänemark. Das gibt es ja eigentlich fast nur in Schleswig-Holstein, so ein wilder Campingplatz, aber da gibt es ja noch nicht mal eine Bank oder so. Oder noch so ein paar Trekkingplätze verteilt in Deutschland, aber in Dänemark ist es sehr, sehr viel und es ist echt klasse. Das ist natürlich ein besonderer Spot hier direkt an der Ostsee. Echt klasse. Ja. Schade, schade, die Sonne ist gerade weg. Es ziehen so dünne Wolken hier rüber, aber trotzdem ist das schön. Aber jetzt will ich ja noch mal was zeigen von der Insel. Die Tour war ja nicht zu Ende, ne? Das soll ja noch weitergehen in Richtung des Nordens. Da gibt es auch noch ganz, ganz viele schöne Plätze und Strände. Die wollte ich mal zeigen. Eine richtig schöne Tour kommt da jetzt noch. So 18,8 Kilometer habe ich ja schon gefahren. Also kommt da noch was. Also das ist noch nicht vorbei. Also dann weiterhin viel Spaß. Thank you.
Jetzt bin ich ein paar Kilometer weiter in so einem Waldstück, das auch etwas ganz Besonderes ist. Nämlich, man darf hier in diesem Waldstück überall zelten. Eine freie Zeltwald, so ungefähr. Steht auch alles beim Naturschutz, da kann man das auffinden, das ist echt krass. Hier wäre natürlich auch ein schöner Punkt gewesen. Es war dann keine Bank. Aber ich glaube, schlecht wäre das hier auch nicht gewesen. Und zum Strand geht es auch nicht so weit runter. Aber man hätte halt keine Bank gehabt. Aber hier zum Strand wäre es einfacher. Und ja, auch nicht schlecht. Das wäre auch nicht schlecht gewesen. Ja, da hinten ist der Fährhafen. Fünshaff. Da hinten ist die große Fähre. Rüber nach, ich glaube, Fahrburg ist das. Nach Fün. Kleine Abkürzung ist das, wenn man nicht unbedingt über die kleine Beltbrücke bei Friedrichshauen will. Ja, ach, echt schön. Ja, da fahre ich erstmal gleich wieder weiter. Jetzt hier im Fährhafen, ganz da hinten ist die Fähre zu sehen, da ist wohl der Fährhafen, aber nicht vom Fahrburg, sondern vom Beuden auf Fün. Ja, die Sonne lugt jetzt immer besser raus, ich glaube, es wird jetzt richtig schön und meine weitere Wegstrecke führt da an der Küste entlang, erstmal Richtung gen Norden. Ja, sehr, sehr schön. Endlich kommt die Sonne raus. Bin ich ja den Leuchtturm, den man von hinten schon gesehen hat. Echt schön. War so herrlich heute. Ist ja doch noch das Wetter geworden, wie sie angesagt haben. Naja, 60 Kilometer sind es nur noch bis zum Ende. Aber der Wind ist auch gar nicht so stark. Also gestern war er wesentlich stärker. Also. Und die Strecke gerade eben da an der Küste längs ist vielleicht voll. Eher ein Wanderweg, sind noch ein paar Wurzeln drin. Aber trotzdem echt schön. Mal sehen, wie der Wald jetzt gleich mal weitergeht. Das ging jetzt 7, 8 Kilometer nur durch Wald.
Leider nicht am Meer, aber jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen näher angekommen. Da musste ich doch mal wieder schauen, wie schön das hier ist. Den musste ich mal so ein richtiges Stück landeinwärts. Ging ordentlich berghoch, bergrunter, berghoch, runter. Und plötzlich, zack, steht man wieder hier an der Ostsee. Ah ja, klasse. Und einen Kilometer weiter schon das nächste Ding hier, der nächste schöne Strand. Hier ist eigentlich schon richtig Strand. Ja, ich war die ganze Zeit hier am Wasser. Ja, muss ich auch mal testen, wie warm das ist. Ja, ich glaube, das probiere ich mal. Sieht doch richtig gut aus hier. Ganz, ganz warm ist das nicht, also richtig schwimmen, das wäre mir noch zu kühl. Mal jetzt die Füße reinhalten, echt klasse, aber schwimmen ist doch schon noch was für Harte. Ich würde mal sagen 16, 17 Grad. Ja, war leider ja gestern so ein bisschen ordentlich Wind war, da hat das ordentlich das warme Wasser rausgetrieben. Ja, es war schon bei 18, 19 Grad. Ja, aber nächste Woche, da wird es wieder besser. Da soll wieder eine kleine Hitzewelle kommen, dann kriegen wir doch schnell wieder ordentliche Temperaturen ins Wasser. Aber echt herrlich. Aber Hunger habe ich jetzt auch. Jetzt mache ich auch erstmal so eine kleine Pause. Und da habe ich wieder viel zu viel mitgenommen. Ich kann ja bald 5 Tage von ernähren. Aber egal, Hauptsache, ich kann was essen. Jetzt fahre ich auch wieder weg vom Meer. Man sieht das aber immer wieder ab und zu, bevor ich dann wieder an die nächste schöne Stelle komme.
Mann, das sieht ja so toll aus hier. Wow, das bei dem Wetter heute. Ja. Jetzt bin ich hier noch mal ein Stück gefahren, hier an der Küste, an der Ostküste der Insel. Ja, aber die hört jetzt hier gleich auf. Die Küsten werden jetzt bald anders. Das ist hier die Ostküste noch und dann geht es da rum. Und dann, ja, da hinten ist dann die Westküste sozusagen der Insel. Die ist dann landschaftlich ganz anders, schon eher fjordartig wieder. Ja, hier nagt das Meer mehr dran, weil hier die offene Ostsee ist. Ja, andere ist eher Fjorde und so. Das werdet ihr ja sehen, das ist wieder anders. Der Weg hier war auch nicht ganz einfach, gerade eben so ein paar Sandlöcher drin. Aber bei dem Wetter ist das ja alles klasse hier. Und die nächste Station ist dann Nordborg. Das ist ein ganz großer Ort hier auf der Insel. So ein Hauptort neben Sonderburg, wo man rauffährt. Oh, das ist einfach nur krass schön. Jetzt bin ich in Nordborg durch, einmal über den Berg und jetzt stehe ich hier an so einem Fjord. Das ist ein altes Badehaus. Oh, echt klasse sieht das aus. Das ist wieder ganz anders als die andere Seite von der Insel. Das ist so krass, oh, so schön. Was für ein Wetter heute wieder. Ah, macht echt Spaß. Ja, Dänemark, ich liebe es. So viele schöne kleine Orte, so tolle Buchten. Tausende gibt es ja hier an der Ostseeküste. Man kann das gar nicht alles zeigen. Genauso wie jetzt auf dieser Tour. Man kann gar nicht alles zeigen, so schön wie das eigentlich ist. Sonst würde das Video echt Stunden dauern. Aber das ist echt krass hier. Wahnsinn. Echt schön. Also den Namen, glaube ich, brauche ich gar nicht aussprechen. Ich kann ihn ja einblenden, wie das hier heißt. Aber auf Dänisch, das will ich gar nicht erst probieren. Und keine 30 Kilometer auch mehr bis zum Ende. Und jetzt habe ich auch noch Rückenwind. Ja, der Tag, der läuft. Aber naja, kurz nach 12 ist es ja erst. Hier am Binnengewässer so ein bisschen entlang und dann auf einmal ist hier so ein Shelter, so ein Unterstand, wo man schlafen kann. Ich glaube,
Ne, den muss man auch nicht vorbuchen. Der ist absolut frei. Ja, so einfach ist das in Dänemark. Ja, klasse. Ja, man darf ja auch in Dänemark jeden Weg befahren. Da gibt es nur ganz wenig Verbotsschilder. Ja, das ist echt toll hier. Und die Dänen sind auch sehr naturbewusst. Und jetzt ist hier auch wieder so ein schöner See, Naturschutzgebiet, aber trotzdem darf man hier zelten. Ist doch krass. Ja, ich muss echt sagen, Wahnsinn. Sieht auch gut aus. Ah, da hinten. Kormorankolonie, das sind alles tote Bäume und etwas Krach, aber trotzdem schön hier. Und gleich wieder die nächste schöne Bucht. Oh, klasse. Und hinter mir ist auch noch ein See. Aber das ist Süßwasser. Oder zumindest ein Noor, das abgetrennt wurde. Sieht fast aus, ob hier so ein Damm ist. Oh, echt klasse. Das ist echt eine schöne Tour. Oh. Der nächste kleine Strand hier. Diesmal aber an Aalssund. Das ist die Meerenge zwischen der Insel und dem Festland da drüben. Da hinten ist Sonderburg, wo die Brücke rüber geht. Ganz da hinten, da ist Augustenburg, ist nicht so richtig zu erkennen. Ja, echt krass. Überall diese kleinen versteckten Strände. Und ist auch alles da. Bänke, eine Feuerstelle. Alles erlaubt, nur zelten diesmal hier nicht. Übernachten ist hier nicht erlaubt, auch nicht mit einem Wohnmobil oder so auf dem Parkplatz. Ja, ist verboten, aber schön, schön, schön. Ja, und jetzt schon wieder das nächste Highlight, ein See, ein Binnensee, echt schön. Hier wird gerade alles frisch hergerichtet, neue Bänke stehen da schon. Ja, ist echt krass, das ist echt so schön. Ich wiederhole mich, aber das ist echt schön. Es macht so einen Spaß hier zu fahren. Aber ich glaube, jetzt müsste es eigentlich bald mit den Highlights gewesen sein. Es sind noch 15 Kilometer. Bis Augustenburg. Aber ich glaube, es geht ziemlich landeinwärts. Glaube ich. Aber werden wir ja gleich sehen. Ja, schade, dass schon vorbei ist, aber ich kann mich auch länger aufhalten. Aber naja, morgen muss man ja auch wieder arbeiten. Ne? Da will man heute nicht so ganz so doll machen. Heute ist ja Sonntag. Aber es ist echt krass schön. Ich wiederhole mich.
Ja, siehst du, zu Hause angekommen. Ja, Quatsch, das ist das Schloss Augustenburg. Ach, sehr schön. Ja, es war auch ein sehr, sehr schöner Tag. Was heißt Tag? Es waren ja doch zwei mit einer tollen Übernachtung an einem tollen Ort. Ach, das war echt klasse, dass das so gut geklappt hat. Und wenn das Wetter so gut mitgespielt hat, oh, das ist echt toll. Ja, dieses Video, diese Runde, ja, das waren jetzt 92 Kilometer. Viele, 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 viele Höhenmeter. Das geht immer hoch und runter. Das läppert sich. Aber hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. War viel zu sehen. Und das Video hier wird wahrscheinlich so ein Lückenbüßer werden zwischen meiner letzten Radreise und dem Sommerurlaub, der jetzt kommt. Ja, der steht bald an. Und wo es hingeht, können sich vielleicht einige schon denken. Ja, aber das seht ihr wahrscheinlich im nächsten Video. Ja, das war ja heute klasse. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin.